Clermont, 27. November 1095. In der Stadt beraten seit mehreren Tagen etwa 300 Bischöfe und Äbte finanzielle und politische Angelegenheiten der französischen Kirche. Am letzten Tag hält Papst Urban II. Vor dem Konzil eine große Rede über die brennenden Fragen der Zeit. Erneut zieht Papst Urban wortgewaltig gegen die Feinde der Kirchenreform ins Feld. Erneut wettert er gegen den deutschen König Heinrich, der noch immer die Bischöfe selbst einsetzt. Erneut bannt er Heinrichs Gegenpapst, der sich in Rom festgesetzt hat. Erneut verurteilt er die Privatkriege der Feudalherren. Erneut klagt er die weltliche Oberhoheit des römischen Stuhls ein. Doch diesmal sollte den Worten Gewalt folgen. Papst Urban fordert das Konzil auf, Soldaten für die Kirche anzuwerben. Im Namen Christi, anstelle Gottes. Der Papst sagt: Mögen die Räuber Soldaten werden. Mögen diejenigen, die bisher Söldlinge waren gegen ein paar Münzen, jetzt die Streiter Christi werden und die ewige Belohnung gewinnen. Das Konzil beschließt für alle Teilnehmer eines Feldzuges gegen die Türken einen Erlass der kirchlichen Bußstrafen. Die Kirche drohte, die Kirche vergab. Dem Streiter Christi konnte nun der Waffendienst auf die Bußstrafe angerechnet werden. Die Vermeidung des Fegefeuers, die dem Sünder noch wichtiger war, wurde erst später versprochen. Vom Tagungsort des folgenreichen Konzils in Clermont ist nur noch die Krypta erhalten. Nach Fulcha lautet die zweite wichtige Verfügung: Jede Stadt jenseits des Meeres, die dem Joch der Heiden entrissen wird, soll für immer in Besitz genommen werden. Der Papst verteilt die Länder des alten Römischen Reiches als Lehen der Kirche in der Nachfolge der römischen Kaiser. Unterwegs in Anatolien ist bald Schluss mit Jubeln. Die türkischen Bogenschützen strecken die mitreisenden Zivilisten reihenweise nieder und Tausende erliegen den Strapazen. Aber die christlichen Panzerreiter behalten in den Schlachten die Oberhand. Beim Sturm auf Antiochia zeigen die Feudalherren dann, was sie mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Sie metzeln die gesamte Bevölkerung nieder, auch die Christen. Vertragswidrig verteilen die Anführer die eroberten byzantinischen Territorien unter sich und errichten dort ihre feudalen Herrschaften. So kommen nur etwa 10.000 der ursprünglich 50.000 Pilger vor Jerusalem an. Nach schweren Belagerungskämpfen und dem Erklingen christlicher Choräle geben die ägyptische Besatzung und die entnervten Bürger Jerusalems auf. Am 15. Juli beginnt das Gemetzel in den Straßen und Häusern Jerusalems. Der französische Augenzeuge Raymond: Man konnte wunderbare Werke sehen. Einige Heiden wurden gnädig enthauptet, andere wurden lange gequält und im Feuer verbrannt. Haufenweise lagen Hände und Füße in den Gassen. Bis heute wird die völlige Ausrottung der Bevölkerung Jerusalems mit einem Blutrausch entschuldigt.
Die Quellen besagen aber, sie war systematisch. Die Feudalherren hatten vorher beschlossen, sich auch die jüdischen und christlichen Viertel anzueignen. Chronist Wilhelm von Tyros. Es war vereinbart worden, es solle jeder rechtlich behalten, was er sich aneignen könne. Daher betrieben sie die Hinmetzlung der Bürger noch eifriger. Weil damit also alle Probleme mit den Eigentümern entfielen. Chronist Albert von Aachen. Frauen durchbohrten sie mit dem Schwert, Kinder warfen sie an die Wand. Niemand wurde verschont. Wer zuerst in ein Haus eindrang, dem gehörte es, mit allen Gütern. So wurden die Pilger Besitzer der ganzen Stadt. Der Systematik, zweiter Teil, Albert von Aachen. Am dritten Tag nach der siegreichen Eroberung wurde der Beschluss gefasst, die übrigen Heiden abzuschlachten. Von wegen Blutrausch. Albert von Aachen. Die sie vorher aus Mitleid oder des Geldes wegen geschont haben, enthaupten sie, wo sie sie gerade finden. Sogar in der Al-Aqsa-Moschee. Die Sieger begaben sich nach der Neuordnung der Besitzverhältnisse in die Grabeskirche. Sie war unbeschädigt. Augenzeuge Raymond. Ihre Seelen boten sich dem siegreichen und triumphierenden Gott mit Lobgebeten.